Ja, hallo zusammen. Ich bin's wieder, Dennis Witthus, und wir fahren heute nach Hamburg wieder in die andere Hansestadt zur Auslieferung meines Teslas. Ja, das ist Teil 3 meines persönlichen Masterplans. Teil 1 war ein Zoe kaufen für meine Mitarbeiter. Teil 2 war eine Stromtankstelle bauen. Und Teil 3 kommt jetzt, mein persönliches Ziel, 2017 ab jetzt rein elektrisch unterwegs zu sein. Ja, mit wem fahren wir dahin? Mit kommt meine Frau Imke und der Lars und der Alex. Das ist also mein kleines Filmteam. Wollt ihr mal Hallo sagen? Hallo! Hi. Ja, und naja, dann setzen wir uns jetzt mal in Bewegung. So, wir sind gleich da. Wir sind hier jetzt in Norderstedt angekommen. Das ist hier das Service Center, ist in Richtung Flughafen in Hamburg. Man muss also einmal durch Hamburg durch, durch den Elbtunnel. Das Ziel befindet sich auf der rechten Straßenseite. So, jetzt fahren wir hier mal rein. Und hier war das. Alles Tesla. So, wir sind jetzt hier angekommen und sind hier jetzt am Service Center. Da vorne seht ihr das Tesla-Schild und hier stehen ganz viele Teslas, wie ihr sehen könnt, in allen Farben. Ich habe überlegt, welche Farbe soll ich nehmen von dem Tesla, und ich habe mich für Rot entschieden. Aber ich muss dazu sagen, ich finde alle Farben schön. Ich finde, man kann sich auch ein Tesla, bei deutschen Autoherstellern kann man sich zum Beispiel ein Mercedes zusammenstellen oder ein BMW, der unverkäuflich sein wird, weil man Kombinationen auswählen kann, die gar nicht gehen. Das geht bei Tesla irgendwie nicht. Egal welche Kombination man wählt, jeder Tesla sieht schön aus. So, und wir sind jetzt hier also angekommen und gehen da jetzt einmal rein. Ja. Grüß dich. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen. Ja. Das ist er. Hat er gepasst? Nein, das ist er nicht. Das ist er nicht. So weit vorne haben wir nicht platziert. Wir sind hinten dann eben einmal in der Werkstatt. Ja. Darf ich was zu trinken anbieten? Das sollten wir vielleicht mal erwähnen, dass wenn man sich einen Tesla bestellt, Tesla im Prinzip sich um die komplette Zulassung kümmert. Das läuft alles online. Man lädt die entsprechenden Formulare hoch und dann ist das wirklich ein Rundum-Komplettprogramm? Das ist richtig, genau. So wenig Arbeit für Sie, dann eben, wir machen das alles im Hintergrund, damit Sie dann eben, wenn Sie hier ankommen, das fertige Fahrzeug immer entgegennehmen können. Ja, super. Und da gehen wir jetzt mal hin und nehmen euch mit zur Auslieferung eines Teslas. Wow, das ist ja... Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ja. Ich finde das einfach ein wunderschönes Auto. Nee, wir haben noch keine Stütze. Wir tasten uns langsam ran. Ja, der letzte auf diesen Schlüssel. Echt. In Form des Model S, nicht in Farbe, aber trotzdem lackiert und wie ein Spielzeugauto. Genau, mit Funktion oder sonst eben alles natürlich schlüssellos dann eben für den Zugang für den eigenen Fahrzeug. So, und wenn man aufs Dach drückt, geht er auf. Genau. Ich muss aufpassen, per Doppelklick dann eben zum Öffnen. Generell gilt für alle Raumnummern zum Fahrzeug per Doppelklick zum Öffnen, wo gerade hinten steht, aber per Doppelklick dann eben für den Kofferraum. Wow. Und vorne auch Doppelklick? Genau.
einfach drunter greifen und durchgeben. Herzlich willkommen. Ja, super. Das ist ja richtig so, das war eine gute Entscheidung. Das habe ich noch überlegt mit dem Holz auf 90%. Meine Erfahrung über die letzten 4 Jahre sagt einfach um und bei 90, ein bisschen drüber, 94%. Bis dahin läuft wirklich der Ladevorgang konstant ab. Darüber hinaus braucht es A, mehr Zeit und B, mehr Energie drumherum im System, um auch die ganze Einheit dann eben auf das Niveau zu bringen. Wie viel Prozent haben wir jetzt? Wir haben jetzt derzeit die 90%, Sie sehen das hier genau auf dem Trip. Dann eben, das sind die letzten Prozent, die Sie hier in, wenn wir es hier nochmal vornehmen, in 2% Schritten eben stufen können. Sobald Sie unterhalb von 90% dort angelangt sind, erfolgt das in 10er Schritten. Ja. Nicht so weit, alles andere, aber eben 100%, sehr gerne, wenn Sie es brauchen. Das ist jetzt ein ganz großer Augenblick. Alle Teslas haben ja irgendwie Namen, habe ich gelernt. Und in der Werkstatt hier gucken sie sich die bestimmt an, wie ihre Kunden die Autos genannt haben. Ne? Bestimmt spannend. Ne? Mitunter ja, wir bewerten das aber nicht natürlich. Ja, und ich habe lange darüber nachgedacht. Und ich bin auf den Namen Shorthander gekommen. Shorthander, das ist ein Begriff aus dem Eishockey. Ich gebe den hier mal ein. Und das bedeutet ein Tor in Unterzahl. Und dieses Tor passiert blitzartig. Die Mannschaft in Unterzahl übernimmt also den Puck meistens durch einen Fehler an der blauen Linie. Und innerhalb von 4,4 Sekunden, länger dauert das nie, fällt dann ein Tor. Und dieser Wagen beschleunigt natürlich in 4,4 Sekunden auf 100. Und von daher finde ich das ein toller Name. Und der symbolisiert natürlich auch Shorthander. Die Mannschaft, die in Unterzahl spielt, die hat eigentlich überhaupt keine Chance. Und Tesla, dieses Auto ist sowas wie ein Shorthander. Eigentlich hatte Tesla gegen die Autoindustrie überhaupt keine Chance und hat sie, glaube ich, ziemlich gut genutzt, ne? Und hat jetzt ziemlich für viel Aufsehen gesorgt und deswegen nenne ich dieses Auto Shorthander. Nicht nur, weil ich so ein großer Eishockey-Fan bin, ich denke, das symbolisiert das ganz gut. Also speichern. Richtig geschrieben, Imke. Mhm. Ja. Schöne Erklärung. Macht ja Sinn. Ja, das habe ich schon in einem Video gesehen von dem Alex bei Elektrisiert. Und ich bin ja großer Nadelsammler und in jedem Eishockeystadion kaufe ich mir einen Eishockey-Pin von dem jeweiligen Verein. Und ich bin ja auch bei Lions und so. Und jetzt werde ich wahrscheinlich aber immer die Tesla-Nadel tragen. Yes. Genau, und damit herzlich willkommen Seite ist, von sich aus gesehen, ist dann eben für Sie natürlich dann eben der Fahrzeug. Schein, Adapter für die bestehenden Stationen, die dann dazwischen geschaltet wird. Ja. Dachgepäckträger. Wall-Connector mit 7 Meter Kabel. Okay. Und das ist so das, da kürzen wir es dann wirklich auch ab. Und den Stift haben Sie auch gleich dabei. Mit der Unterschrift. Wow. Genau, so ein Touchpen, die Sie gerne nutzen. Fürs iPad, wunderbar. Und jetzt muss ich Ihnen unterschreiben, dass ich das Auto... Aber die Unterschrift mit dem heutigen Datum. So, das hier wird jetzt die erste. Hast du schon drauf? Nimmst du schon auf? Achso, nochmal. So, das hier wird jetzt die erste Challenge, hier durch die Tür zu fahren. Das sieht ja nicht viel breiter aus als das Auto. Ja, meint ihr, ich schaffe das? Ja. Bestimmt. Ja, danke schön. Das hat mich sehr gefreut. Viel Spaß, gute Fahrt. Ja, Herr Bartens-Möllers, vielen Dank. Das ist ein großartiger Moment und ich glaube, ich habe das richtig gemacht. Ich glaube, Sie haben alles richtig gemacht, genau. Und wir sehen uns dann wieder am Supercharger. From the start, it is nice to see you shouting out for throwing me out. No excuses, but this time it's gonna be the last. Let me go. Let me go. Let me go. Oh, brave, let me go. We'll be right back.
complex. There's struggle leaving somewhere I don't really know. But somewhere, someone always makes my legs somehow. Let me go. Let me go. Besides the point. Ja, dann. So, dann wollen wir mal sehen, wie das hier jetzt funktioniert. Das erste Mal am Supercharger. Mal gucken. So. Und grün, erledigt. Wunderbar. So, und wir gehen jetzt erstmal zusammen was essen. Wir haben nämlich, glaube ich, alle ziemlichen Hunger. Das war ganz schön anstrengend, so eine Auslieferung. Da muss man sich erstmal stärken. Irgendwie sind Supercharger und McDonald's eine ziemlich gängige Kombination. Und ihr habt alle Hunger, ist das richtig? Ja. Ja, ihr seht, die Truppe ist wirklich begeistert. Jetzt, die haben so einen Hunger, die können nicht mal mehr richtig lächeln. Wir sind auch einfach die ganze Zeit hinter dir hergefahren, weil das einfach ein Hochgenuss war, dem Auto auf der Bahn zuzuschauen. Das reicht schon. Also falls ihr mal so ein Auto seht, fahrt einfach hinterher. Ja, wir sind hier zurück am Supercharger und hier steht auch ein anderer Tesla aus Schweden. Jetzt müssen wir mal gucken, ob die Autobahn so frei ist, dass wir gleich beschleunigen können. Laufen eure Kameras? Ja, eure Köpfe, habt ihr die angelehnt? Nicht, dass ihr nachher mit dem Nacken kriegt und ich schuld bin oder so. Bitte dem Straßenverlauf 68 Kilometer folgen. Na, aber ich kann jetzt beschleunigen, wenn die vorbei sind, geht das bestimmt. Ja. So, ich werde jetzt auch Geschäftsführer von was auch immer. Also mein Masterplan, der hat eigentlich nur ein Ziel. Ich glaube, Dennis weiß auch schon ganz genau, was ich meine. Ja. 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 Also, der Tesla läuft unter dem Motto: Es gibt ein Leben vor dem Tod. Wir haben jetzt unser Ziel erreicht. Wir fahren hier jetzt auf die Garageneinfahrt. Ja, wir sind zu Hause angekommen. Wir stehen hier jetzt vor der Garage. Wie der Wagen da automatisch und selbsttätig reinfährt, das zeige ich in einem der nächsten Videos. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt dafür einen Daumen hoch. Es würde mich freuen, euch wiederzusehen auf diesem Kanal. Kommentare könnt ihr auch unten drunter schreiben, würde mich sehr freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Mein Name ist Dennis Wittus. Bis dann.